Ja, grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei dieser Pressekonferenz und ein großes Dankeschön auch diesmal für Ihr großes Interesse an dem, was ich auszuführen habe. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade jetzt in diesen Minuten noch ein wenig fassungslos. Ich weiß nicht, ob Sie es auch mitverfolgt haben. Wir haben ja vor gut einer Stunde die Antrittserklärung des neuen Bundeskanzlers der Republik Österreich erlebt. Es waren wenige Minuten, die ein sehr, sehr versierter Mann, jemand, der ganz genau weiß, was Worte und was einzelne Sätze zu bedeuten haben, gesprochen hat. Und ich bin fassungslos, weil der neue Regierungschef in seiner Antrittspressekonferenz nichts anderes zu tun hat, als zum Ausdruck zu bringen, dass er als Bundeskanzler dieser Republik die Vorwürfe gegen seinen Vorgänger, gegen Sebastian Kurz, für falsch hält. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was macht der neue Bundeskanzler damit? Er führt damit den Feldzug der türkisen Volkspartei gegen die Justiz in diesem Land fort. Und er macht das zu einem wesentlichen Inhalt seiner allerersten Pressekonferenz. Wenn der Bundeskanzler dieser Republik sagt, dass diese Vorwürfe falsch sind, so sagt er damit nicht, dass die Vorwürfe, die die Freiheitliche Partei gegen Kurz erhebt, falsch sind oder die irgendjemand erhebt, falsch sind, sondern er sagt damit, dass die Vorwürfe seiner Ermittlungsbehörden, dass die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, dass die Vorwürfe von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die dem Ressort, dem Justizressort zugeordnet sind, falsch sind. Und das ist aus meiner, das hat es überhaupt noch nie gegeben, das ist in meiner Einschätzung ein unglaublicher Sündenfall in der ersten öffentlichen Erklärung des neuen Bundeskanzlers. Jetzt könnte man darüber hinwegsehen, wenn man sagt, das ist ein neuer und unerfahrener Mann, jemand, der nicht weiß, wie das mit der Sprache so ist und wie sehr man auf diese Dinge aufpassen muss. Aber dieser Mann hat eine Karriere als Pressesprecher hinter sich. Da tut man nichts anderes, als sich jedes Wort und jeden Satz genau zu überlegen. Und dieser Mann ist in der Diplomatie unterwegs. Der weiß also ganz genau, was, welches Wort in welchem Zusammenhang, in welchem Satz und an welcher Stelle bedeutet. Und im Grunde genommen zeigt dieses eine kleine Beispiel, dass das angekündigte Vertrauen, der angekündigte Neustart und alles das, was da in den letzten Tagen auch in die Welt gesetzt worden ist, nichts anderes als Schall und Rauch ist. Wir haben, und Sie wahrscheinlich auch, gestern am Abend auch die Pressekonferenz oder die Erklärung, muss man ja sagen, des Bundespräsidenten verfolgt. Und ich habe dort gehört, dass quasi eine Art Zusammenfassung von dieser Pressekonferenz übrig geblieben ist, mit dem Satz, die Staatskrise ist vorbei. Und ich sehe das anders. Ich sehe das anders und ich möchte Ihnen sagen, warum. Ich sehe das anders, weil nämlich die Art und Weise, wie jetzt von Seiten der beiden Regierungsparteien, in dem, wie sie hier entschieden haben und wie sie hier gehandelt haben, in den letzten Tagen und in den letzten Stunden, weil diese Vorgangsweise in gewisser Weise der Garant dafür ist, dass diese Krise der Regierung und damit die Krise des Staates sich in weiterer Folge fortsetzen wird. Das, was wir hier an Maßnahmen erlebt haben, was da in den letzten Stunden, ich möchte sagen, zusammengeschustert worden ist, das verdient nicht den Begriff Neustart, das verdient nicht den Begriff Einsicht oder Neubeginn. Das ist auch keine strukturelle Veränderung, das ist viel, viel mehr ein kosmetisches Manöver, das ist eine Beruhigungspille und mehr nicht. Von einer strukturellen Veränderung kann hier überhaupt gar keine Rede sein. Was uns hier geboten wird, könnte man zusammenfassen unter der Überschrift More of the Same. Da ändert sich auch nichts daran, dass wir jetzt zwar nicht einen Graf Bobby, sondern einen Graf Alexander im Bundeskanzleramt sitzen haben. Es ist das gleiche türkises System, das Österreich weiter regiert. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, ich habe vor ein paar Tagen in einer Pressekonferenz, die ich auch hier von dieser Stelle aus abgehalten habe, und ich sage das dazu bei allem Verständnis für eine schwierige Position, die die Grüne Partei in dieser Frage hat. Ich habe in dieser Pressekonferenz, glaube ich, etwas Wichtiges festgehalten. Ich habe gesagt, dass aufgrund der Weichenstellung, die die Grüne Parteispitze
gleich am Beginn vorgenommen hat, also gleich nachdem diese Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt und in der ÖVP-Zentrale aufgeschlagen ist und gleich nachdem die Öffentlichkeit einmal erfahren hat, welches, ich möchte sagen, gigantische Netzwerk, welches komplexe Netzwerk der Korruption die Ermittlungsbehörden, denen der Bundeskanzler heute das Misstrauen ausgesprochen hat, hier aufgedeckt haben, da habe ich einen schwerwiegenden Verdacht aufgrund der Weichenstellung. Und ich habe damals gesagt, es geht den Grünen wohl viel, viel mehr um den Erhalt ihrer Regierungssitze, als dass es ihnen tatsächlich um Sauberkeit in diesem Land geht. Und sie wollen, so habe ich es damals zum Ausdruck gebracht, entweder in der Regierung verbleiben, in der sie jetzt sind, oder in eine neue quasi flüchten. Und natürlich ist die Variante A das, was die bevorzugte Variante ist, denn dort ist man ja schon Vizekanzler, dort hat man ja bereits Ressorts, dort hat man bereits Posten, da hat man sich ja bereits daran gewöhnt. Und sehen Sie, ein paar Tage später habe ich Recht bekommen. Ich habe Recht bekommen. Denn wenn es anders gewesen wäre, dann, wenn es tatsächlich um Sauberkeit gegangen wäre, dann hätte der grüne Parteiobmann nicht nur den Abgang von Sebastian Kurz als Bundeskanzler verlangen müssen. Nicht nur. Sondern er hätte das Ende des türkisen Systems in der ÖVP und in der Regierung verlangen müssen. Er hätte quasi die Übernahme der Führungspositionen in der gesamten Regierung und in den strategischen Stellen, die hinter den Regierungsmitgliedern sitzen, durch integre Köpfe der schwarzen ÖVP, wenn Sie es so haben wollen, verlangen müssen. Und ich hoffe, dass es diese integren Köpfe in der schwarzen ÖVP gibt. Also gerade in den letzten Tagen bin ich da optimistischer wieder, als ich es schon gewesen bin in der Vergangenheit. Aber genau das hat er nicht getan. Werner Kogler hat etwas ganz anderes gemacht. Er hat mit seiner Einschränkung auf Sebastian Kurz den Türkisen den Fluchtweg aufgemacht. Er hat ihnen genau diejenige Tür geöffnet, wo Sebastian Kurz und das türkische System jetzt durchgeschlüpft sind und durch das dieser Taschenspielertrick mit einer Positionsrochade überhaupt erst möglich gewesen ist. Das ist das, was passiert ist. Und das heißt natürlich, dass Sebastian Kurz und in einer anderen Position, aber vor allem das türkise System, dass sie weiter dieses Netzwerk der Korruption fortsetzen können. Das heißt, dass sie weiter Medien anfüttern können. Das heißt, dass sie weiter Einfluss auf die Justiz nehmen können. Das heißt, dass sie weiter Vergaben zum Beispiel im Bereich der COFAG vornehmen können, ohne jede parlamentarische Kontrolle. Das heißt, dass sie weiter das Parlament verhöhnen können, wie sie es im Zuge des Untersuchungsausschusses getan haben und so weiter und so weiter. Sie haben alle Zeit, jetzt weiter zu vernebeln, weiter zu vertuschen, vielleicht zu schreddern. Der Schredderer ist ja in der Zwischenzeit zurückgekehrt aus seiner Beurlaubung, also soll man auch Beurlaubungen nicht überbewerten. Und alles das mit der Möglichkeit von Seiten der Ministerien weiter die besten Bühnen, die besten politischen Bühnen dieses Landes zu benutzen. Sie können also weiter aus den Ministerien heraus kommunizieren und gleichzeitig dort auch noch Ihre tragikomische Opferrolle, das alles natürlich um einen Haufen Steuergeld aufführen. Und, meine Damen und Herren, das hat alles nichts mit staatspolitischer Verantwortung zu tun, sondern das ist die Fortsetzung eines Systems, wo es vor wenigen Tagen eigentlich noch das allgemeine Ziel gewesen ist, von allen jenen, denen es um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in diesem Land geht, dieses System zu beenden. Und dass Werner Kogler dann auch noch hergeht und sich für den Schritt des Rückzugs beim Bundeskanzler bedankt, ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein Akt der Unterwürfigkeit. Ja, das ist es. Aber das hat nichts mit staatspolitischer Raison zu tun. Ich verstehe nicht, wie jemand wie Werner Kogler, der jahrelang, jahrzehntelang im politischen Geschäft ist und der die Österreichische Volkspartei jetzt kennengelernt hat in der Zeit seit der Regierungsbeteiligung, wie der hergehen kann und sagt, zum neuen Bundeskanzler Schallenberg gibt es eine Vertrauensbasis. Wenn wir uns jetzt eine ganz einfache Frage stellen, gibt es zwischen Schallenberg und dem türkisen Netzwerk, gibt es da mehr Trennlinien, mehr Unterscheidungspunkte, mehr Divergenzen
Oder gibt es da mehr Zusammenhänge, mehr Überschneidungen und mehr Gemeinsamkeiten? Dann werden Sie mir wahrscheinlich recht geben, dass Zweiteres der Fall ist. Und wie man auf der einen Seite das türkise System attackieren will und auf der gleichen Seite sagt, ich habe Vertrauen zu einem Mann, der dieses türkise System zutiefst repräsentiert, diesen Widerspruch kann auch Werner Kogler nicht auflösen. Schallenberg ist Teil dieses türkisen Systems. Da ändert es auch nichts daran, dass er vielleicht das feinere Tuch trägt, als es andere in diesem Apparat tun. Und da ändert es auch nichts daran, dass er vielleicht ein etwas weltmännischeres Gehabe hat. Aber man muss sich nur seine Genesis anschauen. Sie müssen nur wissen, dass Schallenberg viele Jahre lang Seite an Seite mit dem inzwischen, man muss es so nennen, berühmt-berüchtigten Thomas Schmidt, Pressesprecher im selben Ressort gewesen ist. Sie haben dort gemeinsam ihren politischen Beginn genommen und sind dann von dort, von diesem Brückenkopf quasi ausgehend, verschiedene Wege gegangen, um türkise Pfeiler in das Fleisch der Republik hineinzutreiben. Da war Schallenberg einer davon. Der Mann ist kein Außenstehender und man wird auch nicht Minister in einer türkisen Mannschaft, ohne das vollste Vertrauen von Sebastian Kurz zu haben. Und den Außenminister möchte ich an dieser Stelle nur streifen. Der war ja auch von der ersten Minute des Sebastian Kurz bis zur letzten Minute im Außenamt sein Generalsekretär. Also ich bin gespannt, wenn man sich einmal dann die Inseratenentwicklung und die Volumina der Inseratenentwicklung im Außenministerium unter Außenminister Kurz ansieht und wenn man dann feststellen wird, dass das alles explodiert ist damals, wo man sich fragt, was hat ein Außenminister eigentlich so viel zu bewerben? Das versteht ja ohnehin kein Mensch. Aber welche Rolle dann dort der ehemalige Generalsekretär spielen wird, der türkise Herr Linhardt, der jetzt Außenminister geworden ist. Also Sie sehen, wo man hinschaut, wir haben nicht weniger von Türkis, sondern wir haben nur neue Gestalten in neuen Positionen. Aber das türkise System ist ein und dasselbe geblieben. Damit rede ich ohnehin schon von der ÖVP. Weil von Seiten der ÖVP ist, und das möchte ich positiv an dieser Stelle erwähnen, ist durchaus positiv festzuhalten, dass es da offenkundig Druck gegeben hat aus einigen Bundesländern, der dann dazu geführt hat, dass Sebastian Kurz dann letzten Endes klein beigeben musste. Ja, genau das ist es. Sebastian Kurz musste klein beigeben, nichts anderes ist es gewesen. Sein Schritt hat überhaupt nichts mit Einsicht zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass er den Druck der Länder gewichen ist. Und ich denke, es ist durchaus schön zu sehen und es ist positiv zu sehen, dass es noch Persönlichkeiten auch innerhalb der österreichischen Volkspartei gibt, die halt nicht der Meinung sind, dass ein Kanzler dann erst mit Handschellen aus dem Bundeskanzleramt hinausgeführt werden muss, damit man dann zur Erkenntnis kommen kann, dass da vielleicht rote Linien überschritten worden sind. Und deshalb haben die Herrschaften auch Druck gemacht und deshalb hat Sebastian Kurz klein beigeben müssen. Aber auch Sie, und das ist jetzt mein Vorwurf an die handelnden Personen, auch Sie haben nicht durchgezogen. Auch Sie haben nicht das gemacht, was eigentlich notwendig gewesen wäre, genauso wie es die Grünen versäumt haben, nämlich auf die Notaustaste für dieses türkise, korrupte System zu drücken. Das wäre notwendig gewesen. Die ÖVP-Landeshauptleute hätten die Macht dazu, dieses ganze Netzwerk, dieses ganze grausliche Gebilde, muss man sagen, das hier den Staat untertundelt hat und einen Staat im Staat aufgebaut hat, mit einem Schlag zu beenden. Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht am Ende doch so ist, dass sich die Landeshauptleute und die Landeshauptfrau, die sich ja immer als besonders gestandene Politiker hinstellen, als große Landesfürsten, die unglaublich mächtig sind, ob sie die dann vielleicht dann doch in letzter Konsequenz vor dieser Buberlpartie des Herrn Spindlecker fürchten. Den muss man sich übrigens auch noch genauer anschauen, den Herrn Spindlecker, weil das ist sozusagen der Ziehvater dieses ganzen Frankenstein-Gebildes, mit dem wir uns jetzt in der Innenpolitik herumschlagen. Da werden wir auch noch genauer hinschauen müssen. Ich weiß es nicht, vielleicht fürchten Sie sich davor oder vielleicht haben Sie einfach auch Angst und ehrlich gesagt, das wäre nicht ganz unverständlich, dass Ihnen dann vielleicht der ganze türkise Dreck auch um die schwarzen Ohren fliegt, wenn sozusagen tatsächlich durchgezogen wird. Aber es wäre notwendig gewesen. Das heißt aber, es trifft diese ÖVP die gleiche Verantwortung wie die grüne Führung, die Verantwortung tragen
muss. Und deshalb geht dieses türkise System weiter. Mit den Herrschaften Fleischmann, Frischmann, ganz ehrlich gesagt, Urlaub hin oder her, dann machen sie halt im Homeoffice weiter. Und ich habe ja schon vorher gesagt, der berühmte Schredderer ist auch aus dem Urlaub wieder zurückgekehrt. Vielleicht, weil man ihn jetzt aktuell gerade wieder braucht. Ja? Aber die Herren Fleischmann, Frischmann, Bonelli und natürlich auch Blümel und die Frau Köstinger, die ja damals in der Zeit der Vorwürfe Generalsekretärin der Österreichischen Volkspartei gewesen ist, die bleiben alle unbehelligt, als ob überhaupt nichts gewesen wäre. Und andere aus diesem System, die schon längst türkis sozialisiert sind mit allem, was da dazugehört an Grauslichkeiten, wie wir wissen, die rücken in die neuen Positionen auf. Stichwort Schallenberg. Und meine Damen und Herren, die Leute, die ich hier aufgezählt habe, das ist der Inner Circle. Das selber bezeichnen sie sich als Prätorianer. Das ist der Hofstaat des Sebastian Kurz, der hier nach wie vor an den Schalthebeln sitzt. Und ich frage mich schon, ob die denn keine roten Linien überschritten haben. Sind das keine roten Linien, die man überschreitet, wenn man Tag und Nacht daran arbeitet, unter Verletzung des Strafrechts, das heißt also unter Anwendung krimineller Machenschaften, und diese 104 Seiten hat sich ja die Staatsanwaltschaft nicht aus den Fingern gesagt, unter Anwendung krimineller Machenschaften und moralisch fragwürdig, hier dieses Netzwerk auszubauen und zuerst die Macht in der Partei und dann in der Republik an sich zu reißen. Sind das weniger Grenzüberschreitungen oder weniger Überschreitungen von roten Linien, als man sie Sebastian Kurz vorwerfen kann? Überhaupt gar nicht. Es ist ein und dasselbe, und trotzdem bleiben die Herrschaften in Amt und Würden, kassieren dort weiter fette Gehälter aus dem Steuergeld heraus, aus dem Steuertopf und wozu, um genau dieses System weiter aufrechtzuerhalten. Genau dafür bleiben sie dort, wo sie jetzt sind. Um das System aufrechtzuerhalten, um die öffentliche Meinung weiterhin über wirtschaftlichen Druck zu manipulieren, um die Abhängigkeit der Medien von ihnen auszunutzen und so weiter. Und es hat sich im Grunde genommen nichts geändert seit dem Jahr 2016. Die Überschriften und die Titel, unter denen man das Ganze aufführt, sind andere. Jetzt sind es halt weniger Umfragen, jetzt heißt das Ganze Corona-Förderung. Aber der Mechanismus ist in Wahrheit der gleiche geblieben. Meine Damen und Herren, ich denke, wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Es geht um die Glaubwürdigkeit und die Sauberkeit der Politik, genauso wie es um die Glaubwürdigkeit und die Sauberkeit der Medien geht. Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ich glaube, dass sich die Menschen nicht nur das eine oder das andere, sondern beides erwarten. Und ich würde mir für die Frage des Umgangs der Politik mit den Medien das wünschen, was ich mir für den Umgang der Parteien untereinander und für den Umgang der Parteien mit den Institutionen des Staates wünsche, nämlich ein Verhältnis auf Augenhöhe und ein Verhältnis, das von Respekt getragen ist. Und es ist etwas völlig anderes als diese Art der versuchten Gleichschaltung, einfach dadurch, dass man Medien wirtschaftlich abhängig macht, oder der Verhaberung. Das ist die zweite Komponente, wo dann jede Form der Distanz fehlt, die notwendig ist, um eine kritische Auseinandersetzung mit der Politik zu führen, die aber das Nonplusultra eines Selbstverständnisses von Medien als vierter und kontrollierender Gewalt im Staat sein soll. Wie soll ich jemanden kontrollieren, mit dem ich zutiefst verhabert bin? Das geht sich nicht aus. Es geht also um die Glaubwürdigkeit und Sauberkeit der Politik, genauso wie um die Glaubwürdigkeit und Sauberkeit der Medien. Und ehrlich gesagt kotzt es mich an, und ich sage das ganz bewusst so in der Deutlichkeit, wenn dann immer noch, nach all dem, was gewesen ist, ein angefütterter türkiser PR-Berater, der Unsummen für ein völlig unnotwendiges Wein- und Gourmet-Hefterl in Zeiten, wo alle Feinschmeckerläden des Landes sowieso zugewiesen sind, kassiert, der exorbitante Beträge abhebt, nur damit er dann Propagandaarbeit für die ÖVP machen kann, sich dann in Fernsehdiskussionen hinsetzt und so tut, als ob dieses grausliche Sittenbild, das da jetzt in den Chats zum Vorschein gekommen ist, als ob das der Normalzustand in der Politik wäre. Nein, das ist nicht der Normalzustand. Das ist vielleicht der Normalzustand in der Welt, wo der Herr Rosam verkehrt. In der Welt, wo er mit seinen türkisen Freunden sich dann trifft und wo man glaubt, man ist etwas Besseres als die normale Bevölkerung, als der Pöbel. So hat man ihn ja auch bezeichnet in diesen Chats. Dort ist das vielleicht der Normalzustand, aber nicht in einer Politik, so wie wir sie uns vorstellen. Und
dass jemand wie Rosam, der hier stellvertretend für ein verrottetes System steht, ich sage das in dieser Deutlichkeit, dass der solche Auftritte hinlegt und das behauptet, das zeigt mir, dass diese Typen überhaupt nichts verstanden haben. Sie haben nichts kapiert. Und deshalb wird es so weitergehen, auch wenn der Rücktritt, das sage ich auch dazu, für Sebastian Kurz eine Reise ohne Wiederkehr ist. Das ist eine Reise ohne Wiederkehr. Er hat sich in eine Sackgasse hineinmanövriert, aus der geht es nicht mehr hinaus. Aber es werden weitere Skandale aufschlagen, das wird passieren. Es wird weitere juristische Ermittlungen geben, es wird weiter Instabilität geben und wir werden weiter immer neue Bausteine wahrscheinlich eines Bilds der Respektlosigkeit und der politischen Sittenlosigkeit serviert bekommen und wir werden weiter Zeugen dieser moralischen Verwahrlosung werden. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr, sehr bald wieder vor der Frage stehen werden, wie geht es mit dieser Koalition weiter, wie geht es mit einer Regierung weiter, wo sich ein Teil offenbar nicht von innen her reinigen kann und der andere zu allem Ja und Amen sagt. Wir werden also sehr, sehr bald die dramatischen Stunden wieder erleben, die wir alle vor ein paar Tagen gehabt haben. Und ich bedauere das zutiefst. Ich bedauere das deshalb, weil es fast so ausschaut, als ob noch nicht genug Schaden eingetreten wäre. Als ob es noch nicht genug der Verunsicherung gäbe, als ob es noch nicht genug der Respektlosigkeit gäbe, als dass man jetzt endlich einmal sagt, Schluss und aus und wir müssen tatsächlich einen Neustart hinlegen. Nein, offenbar ist der Schaden immer noch nicht groß genug und es muss erst wieder etwas passieren, damit vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere dann tatsächlich zur Besinnung kommt, aber auf der Strecke bleiben bei all dem. Die Österreicherinnen und Österreicher, die sind die Leidtragenden dieser ganzen Sache, die jetzt in die Länge gezogen wird. Und nichts, das traue ich mich heute schon zu sagen, wird besser werden. Also es ist schade, dass man sich nicht dazu durchringt zu dieser Entscheidung, jetzt das einzig Logische und Vernünftige zu tun und das Einzige, was zukunftsorientiert wäre, nämlich dieses ganze türkise System zu beenden. Das wäre die logische Konsequenz nach all dem, was passiert ist. Das Ganze zu beenden, statt dem tiefen Staat weiterarbeiten zu lassen. Das passiert nämlich jetzt zur Stunde, da können Sie sicher sein. In allen Ressorts, wo die Türkisen die Verantwortung haben, dort arbeitet der tiefe Staat gerade jetzt weiter, gegen uns alle, gegen uns alle. Und das Ziel dieser türkisen ÖVP liegt ja auf der Hand. Es ist ein ganz einfaches. Irgendwie eine Möglichkeit zu finden, Einfluss zu nehmen auf die Ermittlungsverfahren, die gegen ihre Spitzenrepräsentanten im Raum stehen. Das ist die einzige Möglichkeit, sich aus diesem Schlamassel noch herauswinden zu wollen. Das ist die einzige Möglichkeit. Stichwort der Schlochzes. Irgendwie vielleicht wieder das Justizministerium unter Kontrolle zu bekommen. Irgendwie vielleicht noch die Staatsanwaltschaft dazu motivieren zu können, Dinge sozusagen teilfallen zu lassen und Ähnliches. Das ist das einzige Ziel, was hier noch betrieben wird, aber es geht keine Sekunde mehr darum, für Österreich auch nur irgendetwas Positives weiterzubringen. Ich sage Ihnen das deshalb, weil es so wichtig ist, das im Auge zu haben und so wichtig ist zu erkennen, welche Motivation diese Leute treibt. Sie kennen sich alle ein bisschen aus beim Putzen wahrscheinlich. Und dann wissen Sie, dass es da manchmal ganz besonders hartnäckige Flecken gibt. Und ja, genauso mit einem unglaublich hartnäckigen und miesen Fleck haben wir es zu tun, mit einem türkisen Fleck auf der Demokratie und auf der Rechtsstaatlichkeit. Und ich finde, es muss jetzt geputzt werden und es muss jetzt geschrubbt werden und es muss jetzt gekerchert werden. Es muss jetzt alles eingesetzt werden, was für die Sauberkeit zur Verfügung steht, um diese Sauberkeit herzustellen, die sich die Menschen erwarten. Und wenn wir diesen Fleck nicht rausbekommen, dann ist das Befleckte kaputt. Das kann man wegschmeißen. Und das Befleckte, das ist diese Republik. Das ist der Rechtsstaat in Österreich. Und deshalb ist es so notwendig. Und ich sehe genau darin, in dieser Reinigungsarbeit, den Auftrag, den politischen Auftrag an die Freiheitliche Partei. Ich sehe darin aber auch den Auftrag an die Informationsarbeit der Medien, hier einfach mitzuhelfen und die Menschen darüber aufzuklären, wie sie in der Vergangenheit von denen, die sagen, es geht ihnen nur um das Wohl der Republik, belogen und betrogen worden sind. Und ihnen auch zu sagen, dass dieser Betrug gerade jetzt weiterläuft mit diesen Personalrohrschaden, die hier stattfinden.
Und noch einmal, also noch verräterischer geht's ja gar nicht, als dass der neue Bundeskanzler in seiner ersten Stellungnahme feststellt, dass die Anschuldigungen falsch sind. Wenn das ein Freiheitlicher sagt, dann hätten wir jetzt schon Eilpressekonferenzen von allen anderen Parteien, die sagen, der Bundeskanzler soll zurücktreten, bevor er das Büro überhaupt bezogen hat. Und wissen Sie was? Zu Recht. Es wäre zu Recht so. Ja, also allen, wirklich allen, das sage ich dazu, außer vielleicht Sebastian Kurz selbst, ist eines vollkommen klar, das Spiel ist aus, Game over für das türkise System. Das ist allen eigentlich klar. Er selbst, glaube ich, hat sich in der Zwischenzeit in eine Art politische Fantasiewelt verabschiedet, wo halt das Ich im Zentrum steht und sich noch alles da irgendwie drumherum dreht und wo es um Comeback und Rache und um die große Bühne geht. Aber das ist sein Problem. Es ist eine Form von Realitätsverweigerung, die wir hier erleben. Und ich war selbst erstaunt, als ich seine Erzählung gestern im Standard gelesen habe, wie das zustande gekommen ist, dass er dann zurückgetreten ist, dass er dann des Nächtens nicht schlafen konnte aufgrund der großen staatspolitischen Verantwortung, die ihn dann gedrückt hat. Und dann ist er früh morgens zu dem Entschluss gekommen, dass das doch so nicht weitergeht, und er ist dann von sich aus und aus freien Stücken dann zurückgetreten, weil es ja sein Ich bedeutet ihm ja nichts, es geht ja nur um das große Ganze. Ja, meine Damen und Herren, sehen Sie, und da geht die Pflanzerei weiter, wenn man weiß, wie es wirklich gewesen ist. Und wie es wirklich gewesen ist, das habe ich Ihnen ja gesagt. Mir kommt es so vor, seine Erzählung, dass er die Entscheidung getroffen hat, wie wenn eine Kompassnadel von sich behauptet, dass sie freiwillig immer nach Norden zeigt. So ungefähr kommt mir das vor. Und da sehen Sie sozusagen, wie hier bis zur letzten Minute, egal welches Amt hier eingenommen wird, daran gearbeitet wird, die eigene Bevölkerung hinters Licht zu führen. Ja, also alle wissen es eigentlich, außer Sebastian Kurz und vielleicht sein innerster Führungskreis, dass es vorbei ist mit dem türkisen System. Aber wenn man das weiß, dann braucht es noch etwas Zweites, und das ist der Mut dazu, die Dinge dann eben auch umzusetzen. Und hier haben wir offenbar zurzeit noch ein Problem, weil dieser Mut bei den Handelnden, bei denjenigen, die es ausrichten könnten, nicht gegeben ist. Und das ist das, was ich sehr bedauere. Es bilden nun einmal die ÖVP und die Grünen die Regierung, und sie hätten die Möglichkeiten. Und es hat nun einmal der Staatsoberhaupt, der Bundespräsident, hier ein gehöriges Wort mitzureden. Alle wissen, dass das so vorbei ist und dass das so nicht weitergeht. Und trotzdem kommen sie nicht zum Handeln und machen Lebensverlängerung für dieses türkise System. Wir als Freiheitliche können nichts anderes tun, als weitere Impulse zu geben, als weiter daran zu arbeiten, das Bewusstsein zu schärfen, Anleitungen zu geben, wenn man so will, Handlungslinien vielleicht vorzugeben für eine gute Zukunft Österreichs und für eine Lösung, wo dann am Ende tatsächlich Sauberkeit und Neustart draufstehen kann, ohne dass man sich dafür genieren muss. Und das werden wir auch weiter tun. Aber wir alleine können diese Änderung nicht bewirken. Wir sind eine von mehreren Oppositionsparteien. Wir haben die Kraft nicht, wir wissen nur, dass es diesen Neustart unbedingt braucht. Und jetzt müssen sich die anderen einen Ruck dazu geben. Und wir werden morgen wieder im Zuge der Parlamentssitzung einen solchen Impuls auch setzen, indem wir einen Misstrauensantrag einbringen, und zwar einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierungsmannschaft. Gegen die gesamte Regierungsmannschaft. Gegen den türkisen Teil, weil er in dieser türkisen Mannschaft jeder Einzelne und jeder Einzelne für sich eine Verkörperung dieses türkisen Systems ist. Die würden nie dort sitzen, wenn sie nicht viele, viele Verbindungslinien über Jahre aufgebaut hätten und damit genau dieses System alle mitbetrieben hätten. Dann wären sie nicht, wenn es anders wäre, dann wären sie nicht dort. Und im Übrigen darf ich die Türkisen auch alle daran erinnern, dass sie noch vor wenigen Tagen eine Rücktrittserklärung unterschrieben haben, wo drauf steht, dass sie alle selbstverständlich gehen, wenn Sebastian Kurz nicht mehr Bundeskanzler ist. Und da bin ich beim nächsten Problem, der Glaubwürdigkeit. Das haben sie ja nicht nur gesagt, das haben sie auch noch unterschrieben. Ja, was sollen denn die Leute diesen Menschen überhaupt noch glauben? Was soll man denen noch glauben? Nicht, wenn sie sagen, gilt es nichts, aber sogar wenn sie es unterschreiben, dann gilt das alles nichts. Und ich darf vielleicht auch noch darauf verweisen, weil das ein Aspekt ist, der immer vergessen wird. Die Ermittlungen richten sich ja auch gegen die ÖVP als Ganzes, gegen die Partei ÖVP, die ja durch diese ganzen türkisen Malversationen hier auch ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten sind. Also einen Misstrauensantrag gegen
alle türkisen Regierungsmitglieder, aber auch gegen den grünen Teil, einfach deshalb, weil er dieses System durch Duldung weiterführt. Das ist mein Vorwurf an die Grünen. Aus dieser Verantwortung kann sie niemand heraus entlassen. Das geht nicht. Sie selber wissen das aber auch ganz genau. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe Werner Kogler auch in den letzten Tagen schon auch so gehört, dass er das ganz genau weiß, dass er hier natürlich im Wickelwackel steht, aber er hat die falsche Entscheidung getroffen. Ich sage das ganz deutlich dazu. Und dieser Misstrauensantrag ist aus meiner Sicht eine Chance für die Oppositionsparteien. Ich weiß nicht, wie sich die SPÖ verhalten wird. Ich weiß nicht, wie sich die NEOS verhalten werden. Ich könnte es nicht verstehen, wenn sie dem nicht zustimmen, weil dann sind wir wieder bei der Unterstützungsarbeit für etwas, was man nicht unterstützen kann. Aber ich glaube, dass es auch eine Chance ist für einzelne Abgeordnete der Grünen und einzelne Abgeordneten der ÖVP, die anständig sind. Und ich weiß ja, dass es die gibt. Und ich weiß ja, dass sich die selber in Grund und Boden genieren. Und ich weiß ja, dass die ganz genau wissen, dass das alles zum Himmel stinkt. Und für die ist das auch noch eine Möglichkeit, ich möchte es fast so nennen, eine letzte Chance des Ausstiegs in Würde. Weil wenn sie das dann auch noch übersehen, dann werden sie am Ende in einem Topf landen mit Sebastian Kurz, mit einem August Wöginger, mit einem Herrn Schmidt und wie sie alle heißen. Dann gibt es kein Zurück mehr, dann ist auch für Sie die Frage der Glaubwürdigkeit enderledigt. Ja, darüber hinaus werden wir andere Anträge einbringen, zum Beispiel einen Antrag betreffend einen sofortigen Stopp der COFAG. Sie wissen ja, die COFAG ist ja dieses ausgelagerte Gebilde, das sich die ÖVP hier zusammengezimmert hat, um es der parlamentarischen Kontrolle zu entziehen, wo Milliardenbeträge an Corona-Wirtschaftsunterstützungen finanziert werden, vollkommen intransparent, ohne jede Form der Kontrollmöglichkeit, nämlich gar nicht wissen, was da drinnen los ist. Ja? Und es müsste doch eine allererste und dringlichste Erkenntnis sein, das sofort abzustellen. Wir werden einen Antrag stellen auf einen Stopp des Inseratenregimes des türkisen Systems. Da muss jetzt einmal Schluss gemacht werden und dann braucht es eine Neuordnung aus meiner Sicht des gesamten Presseförderungswesens und der Frage, wie geht es mit Inseraten von Seiten von Regierungsämtern und auch aus dem staatsnahen Bereich überhaupt weiter. Wir werden Anträge stellen zur Suspendierung von entsprechenden Beratern beziehungsweise zur Kündigung von Beraterverträgen, weil da gibt es ja auch Leute, die das so geschickt gemacht haben, dass sie sich die über 30.000 Euro monatlich von außen her auszahlen lassen, aber mit dem Kanzler oder mit dem ehemaligen Kanzler dann im Innersten der Macht zusammensitzen. Stefan Steiner ist ein solcher Fall. Ich weiß nicht einmal, ob der sicherheitsüberprüft ist, ist aber bei den wesentlichsten Entscheidungen dieser Republik dabei. Kassiert 30.000 Euro im Monat und sozusagen ist weiter in Amt und Würden. Na, da hat man das gehört. Aber wenn es darum geht, den Corona-Opfern irgendwo zu helfen, dann ist man knausrig. Also auch dort muss es Konsequenzen geben. Wir werden einen Antrag natürlich auch einbringen, Schadenersatzforderungen der Republik zu prüfen und gegebenenfalls einzuleiten. Denn wenn hier das Steuergeld missbräuchlich verwendet worden ist, dann ist ja die Republik geschädigt und dann muss man sich auch an denjenigen, die diese Schädigung vorgenommen haben, entsprechend schadlos halten.